Hey Leute, ich hoffe, ihr seid fit und habt vor allem Bock auf eine neue Sporteinheit. Die nächste Sportlerin, die steht nämlich schon in den Startlöchern und das ist diesmal Deutschlands erfolgreichste Turnerin Ellie Seitz. Richtig cool, dass sie mit dabei ist und sie hat sich extra ein paar coole, kreative Übungen einfallen lassen für uns zu Hause. Wir brauchen wieder nicht viel Platz, also können wir direkt starten. Und welche Übungen das sind, das zeigt uns Ellie jetzt. Hallo Leute, mein Name ist Elisabeth Seitz und wie ihr vielleicht wisst, bin ich Turnerin und eigentlich bereite ich mich aktuell auf die Olympischen Spiele vor. Die wurden jetzt verlegt auf nächstes Jahr und auch unsere Turnhalle ist geschlossen und dementsprechend muss ich zu Hause trainieren und muss schauen, dass ich mich da gut fit halte. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt auch mal, was ich so zu Hause mache und vielleicht könnt ihr einen Teil davon nachmachen. Ich glaube, ja, wir können direkt mal anfangen und ich zeige euch die erste Übung. Die ist relativ einfach, finde ich, aber probiert es mal aus. Ihr müsst eure Socken ausziehen oder ihr holt euch schnell ein paar Socken, macht sie zusammen und legt sie auf den Boden. Und jetzt versucht ihr mal mit dem Fuß zu greifen und den Socken aufzuheben. Das ist so eine kleine Übung zum Warmmachen. So, das macht ihr mit beiden Füßen vielleicht jeweils 5 Mal etwa. Oder schaut mal, wie oft ihr es schafft. Ist auch ein bisschen anstrengend dann für die Fußsohle. Ja, das machen wir jetzt ein paar Mal. Ja, das war die erste Übung. Und jetzt geht es gleich zur zweiten Übung, die ihr nachmachen könnt. Da können wir die Socken zur Seite legen. Und zwar ist die Übung auch, finde ich, relativ einfach. Und ist auch eine Übung für die Stabilität. Und zwar stellt ihr euch dafür auf ein Bein und jetzt versucht ihr mit dem Bein, das oben ist, eine 8 zu zeichnen. Und wenn ihr das gut könnt, versucht ihr dabei mal die Augen zu schließen. Ist gar nicht so einfach. So Sachen brauche ich nämlich auch, da ich ja am Schwebebalken immer meine Balance halten muss. Und so kann ich mich für den Schwebebalken auch ein bisschen fit halten. Machen wir die Augen wieder zu. Ja, das könnt ihr so oft wie ihr wollt zu Hause versuchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es sogar beim Zähneputzen machen. Probiert es einfach aus und ja, ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß, mit mir ein paar kleine Übungen zu machen. Tschüss! Fußsohlentraining durch Socken aufheben. Also das ist mal eine richtig coole Übung, habe ich so auch noch nie gemacht und ich hätte vor allem nicht erwartet, dass das tatsächlich anstrengend wird nach so ein paar Versuchen, aber man lernt ja nie aus. Von daher vielen Dank, Elli, für deine Übung. Ich hoffe, euch zu Hause hat es natürlich auch Spaß gemacht und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von uns Sportmachern habt, dann schaut doch mal vorbei in der ZDF-Fivi-Mediathek. Da findet ihr noch viele weitere Übungen unter Sportmacher gemeinsam zu Hause von anderen Athleten. Ihr findet unsere Minispiele, die wir uns für euch zu Hause ausgedacht haben und ihr findet natürlich auch alle unsere Sendungsbeiträge und Sportarten von A bis Z. Das Ganze gibt es dann natürlich auch in der TV-App und ihr seht genügend Möglichkeiten, sich weiterhin sportlich auszutoben. Von daher bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.